Hi, ich bin der Kai. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute mal aus dem Camper, weil das Video heute geht um meinen neuen Camper. Ich hatte ja eigentlich vor, einen Kastenwagen zu kaufen, aber habe mich dann doch umentschieden, habe mir einen Camper gekauft. Und wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, dann kann man sich nicht unbedingt so die Ausstattung aussuchen. Da muss man nehmen, was da steht. Und das Fahrzeug hier hatte, als ich es gekauft habe, nicht mal ein Radio eingebaut. Und ich bin davon ausgegangen, dass es auch keine Vorbereitung hat für eine Rückfahrkamera. Mittlerweile habe ich ein Kabel gefunden, was von vorne nach hinten geführt ist. Und ich könnte eigentlich eine kabelgebundene Rückfahrkamera einbauen, aber der Einfachheit halber habe ich einfach mal beim großen Fluss im Internet geschaut und habe da wirklich eine Rückfahrkamera gefunden, die per Funk funktioniert. Die Kamera, die hinten montiert wird, die hat einen eigenen Akku und hat Solarzellen. Das heißt, sie wird über die Solarzellen geladen. Sollte die Batterie mal leer gehen, kann man die auch laden über eine USB-Schnittstelle. Und es ist auch ein Monitor mit dabei, den kann man vorne an der Scheibe festmachen. Und der wird quasi über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Ja, und dieses Teil hier von AEG hat jetzt 100 € gekostet und da dachte ich mir, ich bestelle es mir einfach, bevor ich jetzt anfangen muss, hier in meine Hülle Löcher zu bohren und da Kabel zu verlegen und so weiter. Probiere ich das einfach mal aus, weil mit 100 € kann man nicht viel falsch machen. Die ist angeblich von 199 auf 100 reduziert worden. Hat auch einigermaßen gute Bewertungen. Ja. Deshalb dachte ich, ich bestelle das Ding einfach mal und wir testen das mal. Wenn das wirklich so einfach ist, dass ich das einfach die Kamera da hinten montiere, den Bildschirm vorne. Mir geht es nur darum, beim Kastenwagen hätte ich ja hinten noch eventuell Fenster gehabt und hätte können hinten rausschauen. Das habe ich jetzt hier nicht. Hier ist hinten alles dicht und dadurch, dass das ja auch kein Kastenwagen ist, sondern ein richtiges Wohnmobil, habe ich da hinten halt einen großen toten Winkel, wo ich nichts sehe. Und nicht, dass da mal irgendeine Person mal bei Rückwärtsfahren hin das Fahrzeug läuft oder dass ich irgendwo dagegen fahre. Ich brauche eigentlich nur rudimentäre Sicht, dass ich halt sehe, ob da irgendwelche Hindernisse sind beim Rückwärtsfahren. Ja, und ich denke, dafür ist das absolut ausreichend. Ja, und wir schauen uns, packen diese Rückfahrkamera jetzt gleich mal zusammen aus und montieren die zusammen und schauen dann mal, was sie wirklich bringt und ob sie was taugt. So, da würde ich sagen, wir packen die jetzt mal aus und schauen mal rein, was da so drin ist. Ich bin echt gespannt. Da haben wir schon mal eine Bedienungsanleitung. Die Verpackung lege ich mal weg. Jo. Da haben wir eine Saugnapfhalterung. Das ist ja wahrscheinlich für den Monitor. Der Monitor an sich. Das reicht auch von der Größe her aus. Also ich denke, ich muss ja da kein 4K oder 8K-Video haben bei einer Rückfahrkamera. Ja, wir legen es mal nebenhin. Ein USB-Kabel. Und das ist sehr wahrscheinlich die Stromversorgung für den Monitor. Dann haben wir, oh, das sieht aus wie für eine SIM-Karte, so ein SIM-Kartenwerkzeug für ein Handy. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir sehen. Ja, und da haben wir die Rückfahrkamera. Schaut mal. Also, die wird anscheinend hier mit hinterm Nummernschild
also hinter dem Nummernschild, Kennzeichenhalter montiert. Und die hat auch ganz schön große Solarzellen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob die sich selbst permanent mit Strom versorgen kann. Aber das werden wir dann sehen. Ja, das war's schon mit an Teilen. Also wie gesagt, wir haben das Netzteil für den Monitor selbst, die Saugnapfhalterung. Ich würde sagen, wir montieren das hier zuerst. Wir ziehen jetzt mal um hinter das Fahrzeug und dann organisiere ich gerade mal Werkzeug für den Kennzeichenhalter abzuschrauben und dann schauen wir mal, wie wir die positionieren. So, herzlich willkommen hinter meinem Fahrzeug. Ich habe das Nummernschild oder das Kennzeichen schon rausgenommen und habe jetzt festgestellt, dass um die Kamera zu montieren, muss ich weitere Löcher in die Stoßstange schrauben, weil dieser Halter für das Kennzeichen hier rechts und links quasi nur geschraubt ist. Aber wir brauchen ja, um die Kamera mittig zu montieren, hier irgendwelche Schrauben. Jetzt habe ich mir überlegt, ich stecke die Kamera jetzt, wie sie jetzt hier ist, einfach mal rein und dann machen wir drin weiter und montieren den Monitor und schauen erstmal, ob die Kamera was kann und ob man die gebrauchen kann, weil ansonsten schicke ich die nämlich auch direkt wieder zurück. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal ins Fahrzeug und montieren jetzt innen den Monitor. So, ratzfatz wieder im Auto. Jetzt schauen wir mal. Ich mache mal die Folie hier ab. Die kann man ja im Notfall, wenn das jetzt nichts taugt, auch wieder zurückschicken und da kann man die Folie, den Monitor kann man ja, wenn das nichts taugt, wieder zurückschicken und dann kann man die Folie wieder draufkleben und das Ganze wieder original verpacken. Ich möchte auch jetzt den Monitor noch gar nicht vorne an der Scheibe montieren, weil so kann ich es euch sehr wahrscheinlich besser zeigen. Jetzt fängt es gerade an zu regnen, aber das ist nicht schlimm. Wir schließen jetzt einfach nochmal den Monitor an und schalten dann die Kamera hinten an und schauen, was passiert, schauen, was wir sehen. So, ich fummel mal hier das Kabel ab. Das muss dann hier rein. Das muss da rein. Ich habe es jetzt noch nicht in der Anleitung geguckt. Ich hoffe, dass ich ohne auskomme. Aber wir werden es sehen. So, jetzt machen wir mal die Zündung an. Seht ihr was? Ne, ich sehe selbst nichts. Moment. Hat der Touchscreen? Nö. Ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier langweile, schaue ich jetzt mal in die Anleitung, weil, wie ihr seht, sehen wir nichts. Der hat im Moment keine Verbindung zur Kamera. Ich gucke jetzt mal, dass ich das hinbekomme irgendwie und melde mich gleich nochmal bei euch. So, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schaut mal. Es funktioniert. Man muss da hier oben einfach nur auf diese Taste drauf drücken. Und dann schaltet sich die Kamera automatisch ein und nach einer Zeit wieder aus. Ich halte euch das mal ein bisschen näher hier dran. Moment, jetzt müssen wir wieder einschalten. So, da haben wir das Bild wieder. Ich hoffe, dass das scharf stellt. Ich halte es mal vor mein Gesicht, weil die Kamera auf meine Augen eingestellt ist. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich hoffe, ihr seht was hier. Und ich montiere jetzt gleich mal eine Kamera hier vor dem Bildschirm und dann fahren wir mal vor und zurück. Vor und zurück fahren brauchen wir eigentlich nicht. Ist ja Quatsch. Ich kann ja hinter das Fahrzeug gehen und ich stelle jetzt mal den Bildschirm hierher
und stelle eine Kamera vorne dran. Es kann nur sein, dass die Kamera das nicht richtig scharf stellen kann, aber ich will jetzt mal schauen, ob diese Kamera vom Winkel her auch den kompletten Bereich oder wo es da einen toten Winkel gibt. Ich stelle mich jetzt mal an die Ecken vom Fahrzeug und schaue mal, wo da der tote Winkel ist. Und das nehme ich jetzt mal auf. Ich lege einfach eine Kamera vor den Bildschirm und dann könnt ihr sehen, wenn ich da hinten rumturne. Und dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, ob das okay ist vom Kamerabild her. Weil es ist klar und es ist deutlich, das Kamerabild. Ich hatte eigentlich gar nicht erwartet, dass es so gut ist. Ja, wie es jetzt nachts ist, weil es soll auch nachts gut funktionieren, das müssen wir halt abwarten, wenn es dunkel ist. Aber ich habe ja hinten auch einen Rückfahrscheinwerfer, der ja das alles auch ein bisschen beleuchtet beim Rückwärtsfahren. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal. Ich schalte die Kamera jetzt nochmal ein und gehe nochmal nach hinten und stelle mich an die Ecken vom Wohnmobil, um halt den toten Winkel zu prüfen. Und aber so wie das bis jetzt aussieht, werde ich die Kamera behalten, weil sie bringt mir genau das, was ich erwartet habe. Und ja, wir schauen jetzt mal nach hinten, nach einem toten Winkel und sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, also ich bin zufrieden. Die Kamera bringt mir genau das, was ich erwartet habe. Ich habe nicht mehr erwartet und das Bild ist okay. Das Bild im Dunkeln warten wir mal ab, wie gut oder schlecht das ist. Das müssen wir halt schauen. Ich habe den Monitor jetzt auch schon hier mit dem Saugnapf an der Scheibe befestigt. Da links im Eck, da stört er mich nicht. Da kann ich immer schön anschalten, wenn ich rückwärts fahre. Und das Kabel habe ich jetzt mal provisorisch hier vorbeigelegt und hier eingesteckt. Nach der Testphase werde ich auf jeden Fall das Kabel ins Armaturenbrett legen und werde mir hier am Autoradio irgendwo Strom abgreifen. Da muss ich mal schauen, wie ich da am besten hinkomme. Aber jetzt für die Testphase bleibt es jetzt mal so da liegen, weil ich will auch in ein paar Tagen nochmal einen Wochenendstrip machen. Und dafür reicht das jetzt erstmal aus. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal kurz die fertig installierte Kamera und den Monitor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie die Kamera im montierten Zustand aussieht und auch der Monitor. Also ich finde das Gerät wirklich perfekt. Und wenn sie jetzt noch lang hält und immer schön funktioniert, ist alles gut. Für einen Huni kann man da echt nicht meckern. Ich werde in ein paar Monaten noch mal ein Fazit abgeben und mal schauen, ob ich noch irgendwas finde, was jetzt nicht so toll ist oder irgendwelche Nachteile finde. Momentan gibt es nur Vorteile. Die ist in, ja, ich sag mal, in 8 bis 10 Minuten montiert und einsatzfertig montiert. Alles top. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr wieder dabei wart und mit mir ein kleines Abenteuer erlebt habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und lasst auch ein Abo da,
wenn ihr meine weiteren Videos nicht verpassen wollt. Ich habe nämlich gesehen, dass der größte Teil meiner Zuschauer kein Abo hat. Es wird jetzt in nächster Zeit wird's weitere Vlogs geben. Ich habe jetzt vor, diese Woche zum Wochenende zu nach Hamburg zu fahren, weil ich war noch nie in Hamburg und ich will unbedingt mal in den Hamburger Hafen. Und da werde ich übers Wochenende hinfahren und werde euch natürlich mitnehmen, werde die Kamera mitnehmen, werde einen Vlog drehen. Dann kommt diese Woche noch die neue Batterie. Ich habe eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie für hier unter den Sitz bestellt. Die montieren wir auch gemeinsam. Da werde ich auch ein Video drüber drehen. Ja, und es wird noch einige Umbauten hier im Wohnmobil geben. Es wird noch einige oder noch viele Vlogs geben, wo ich euch einfach bei Themen mitnehmen, um die sich gerade mein Leben dreht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.